Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall in der Krokodil. Ah, keine gute Sache. Nein, 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 nein. In der letzten Folge sind wir hier beim Mama-Ulu-Turm stehen geblieben, beziehungsweise sind hier wieder ein bisschen zurückgebacktrackt, weil wir hier jetzt weiterkommen. Ah, da muss ich wieder über das Krokodil hüpfen, weil wir hier jetzt eigentlich sogar zwei Möglichkeiten haben, weiterzukommen. Ah, ich nenne es mal anderthalb Möglichkeiten. Ich werde das gleich mal zeigen. Oh Gott, war das ein knapper Sprung. Daro, bitte mach das nie wieder. So, da kürzen wir mal ganz kurz ab. Wir können nämlich einmal darüber. Ach, komm, ich zeige das ganz kurz. Da kommen wir nämlich zu den Oh, das war kein guter Sprint. Zu den Firebomb Towers, zu den zerbombten Türmen. Allerdings sollen wir hier noch nicht so ganz sein, aus Gründen. Das, was ihr hier seht, ist ziemlicher Endgame-Content. Mal kurz da hoch, einmal kurz heilen. Das sind dann auch recht schwere Jump'n'Runs. Oh, ich musste gerade auf die Musik achten, weil die ist hier wieder so gut. Nein, So. Ich will mal ganz kurz gucken. Hier müssten wir ja eigentlich noch weiterkommen. Zack, genau, die kriegen wir weg. Ich guck mal ganz kurz, wie weit wir hier rein hypothetisch kämen. Ach, guck mal, da oben ist einer von St. Klos Männern. Wo ist er hin? Ach, den kann ich gar nicht anvisieren von hier, wie fies. Unfair! Unfair! Ich schätze mal, dass wir irgendwo Dynamit brauchen und deswegen nicht weiterkommen werden. Was ist das hier eigentlich für eine... Oh Gott! Der war viel zu kurz, der Sprung. Dass wir hier... Oh. Ich krieg gerade einen leichten Herzkasper hier bei den Sprüngen. Da oben, nee, da oben ist, da oben würde ein Schamane vermutlich recht gut hinpassen, ist aber keiner. Warte mal, ich komme hier durch? Das ist, okay, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich will mal ganz kurz schauen, ob wir hier schon was kriegen. Gehen wir da hoch. Hier haben wir ein paar Expeditionszelte. Komm, hier ist doch irgendwo ein Schamane versteckt, oder? Da können wir auf jeden Fall reinrollen. Ich weiß auch, dass da irgendwo was versteckt war. In einem von so einem Zelt. Aber ob das hier bei den Firebomb Towers war, bin ich mir nicht sicher. Es gibt auch keine Abkürzung zurück, gell? Das finde ich ziemlich uncool. Aber warum genau war da hinten einer von St. Klos Männern? Da muss doch irgendwas... Irgendwas ist da noch versteckt, was ich gerade voll übersehe. Naja, dann schaue ich jetzt erstmal, ob hier unten in dem Zelt vielleicht was drin ist. Ja, hier ist was versteckt. Komm, gib mir den Götzen. Gib ihn. Und hier geht's zu den Toren von Eldorado. So, jetzt... Wüsste ich echt gern, ob wir hier jetzt schon was bekommen. Also außer, dass hier... definitiv ein paar Männer von... St. Clair haben. Die das Tor bebomben. Aber offensichtlich kriegen wir hier keine Cutscene. Das ist tatsächlich ziemlich cool und das wusste ich auch nicht. Mit den... Seitenrollen. Oh, nicht getroffen. Nochmal. Bewegt euch mal nicht so viel. Den habe ich getroffen. Und wir haben ja... Oh, jetzt gehen sie natürlich auch auf uns. Aber wir haben ja die Erweiterung für die Schlinge, die alles one-shottet. Wenn wir die voll aufgeladen haben und treffen. Komm, taumel woanders hin. Zack! Schöner Treffer. Und er kommt nicht so weit mit seinem Dynamit. Auch das ist eine sehr gute Sache. Der war ein bisschen zu kurz.
Zack. Na, der war zu rechts. Zack. Auch der war zu rechts. Eigentlich kann ich auch gegen einen in Nahkampf gehen. Das ist voll Weichei-Methode. Die alle aus der Distanz auszuschalten. Aber anscheinend... können wir hier noch gar nichts machen. Das ist schade. Aber immerhin habe ich das jetzt mal gezeigt. Das war das, was mir wichtig ist. Und beziehungsweise ausprobiert, ob wir hier überhaupt schon hinkommen. Was wir ja offenbar tun. Bringt es mir irgendwas, wenn ich hier drüber hüpfe? Nope. Gut, dann gehen wir zurück und jetzt den richtigen Weg. Wenn ich dran denke, setze ich hier einen ganz kurzen Schnitt. So, da sind wir wieder auf dem Rückweg zum Mama... Aua! Zum Mama Aua Tower! Zum Mama Olu Turm! Obwohl auch das nur ein ganz kurzer Abstecher wird. Jetzt habe ich leider nicht... Oh, jetzt habe ich nicht auf die Zeit geachtet bei der Aufnahme. Das ist natürlich auch super gut. Weil ich jetzt nicht weiß, wie lange die Folge genau geht. Ich bin ein Genie übrigens. Würdest du bitte nicht, Krokodil? Danke. Wäre dir echt sehr verbunden, wenn du das nicht tun würdest, was du da gerade tust. Und zwar mir in den Allerwertesten zu beißen. Und dann genüsslich drauf rumzukauen. So, genau hier geht's nämlich auch weiter. Krokodil, geh weg. Lass mich in Ruhe. Renn, Harald! Und hier kommen wir jetzt mit der Gasmaske weiter. Moment. Wenn der Ladebildschirm vorbei ist. Genau. Die Ladder of Miles. Die riesige Leiter. Hab ich auch so ziemlich null Erinnerung dran, tatsächlich. Das ist auch mega klug, wenn man hier so einen Fluss hat. Setzen wir erstmal in den Fluss einen Brunnen, weil gut Heilwasser, aber ich weiß nicht, ob das auf jeden denselben Effekt hat. Pinguin denn, das, oh Gott, wie heißt es auf Deutsch? Oh Gott, wie heißt es? Oh, jetzt stehe ich gerade richtig auf dem Schlauch. Aber hier ist auch so ein Gebiet, an das ich nur noch ziemlich wenig Erinnerung habe. Und die Erinnerung, die gerade kommt, ist böse. Ich meine nämlich, die waren gar nicht so cool drauf. Aber fragt lieber nochmal eure Eltern. Weil so ganz sicher bin ich mir da nicht. Kennt ihr das noch von, oh, der Pinguin, der ist auch etwas gefroren. Ich glaube, das Spiel möchte mir sagen, ich soll nicht so nah ans Wasser gehen. Kann ich? Upsa, das wollte ich nicht. Ich wollte die Fackel ausrüsten. Damit vielleicht irgendwas mit dem Pinguin-Ei... Komm ich mit... Oh, da komme ich rüber. Ich erinnere mich. Ihr seht, was ich meinte, von wegen, die Pinguine sind fies. Die Pinguine wollt ihr loswerden. Die Frage ist jetzt natürlich... Wie kommen wir darüber? Gab es da... Moment. Konnte ich... Wie war das denn noch gleich? Warte mal, lass mich mal einen Blick auf die Karte werfen. Ob wir hier überhaupt Rüstüsch sind. Anscheinend ja. Oder? Das scheint ja ein Weg zu sein. Oder kommen wir von da unten auch irgendwie hoch? Heart of Jungle? Nein. Nein, definitiv nein. Was war da links? Aber da brauchten wir Dynamit für. Vom Schildkrötenmonument. Gut, das heißt, wir sollen tatsächlich schon hier sein anscheinend. Wie kriege ich euch... Ah!
Okay. Das erleichtert das Ganze selbstverständlich, wenn ich die einfach mit einem normalen Schlag aus dem Weg kriege. Wenn ich jetzt nicht gleich, ganz dumm erfriere. Was schwimmt denn da? Oh. Ich würde behaupten, das war einmal ein Krokodil. Also. Wow. Wow, Pinguin. Wow. Ihr seht, was ich meine, von wegen, die Pinguine sind echt keine so coolen Zeitgenossen. Ich stelle mich gerade aber auch an. Wie schlage ich? Ich muss mal ganz kurz probieren. Wie schlage ich denn am besten? Gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, aus der Luft zu schlagen? Außer den... Okay, mit einem. Mit einem Sprung. Okay, das scheint zu funktionieren. Das... Und dich habe ich weggeslammt. Und dich auch. Ich habe da aber gerade, glaube ich, noch einen gehört. Naja, egal. Oh. Ich sehe, was du nicht siehst. Und das sind Seile, die mir gerade tatsächlich ein bisschen Sorgen machen. Halt, ich hatte meine Flasche schon draußen. Warum hatte ich meine Flasche schon draußen? Okay, es geht vorwärts. Ich, würde behaupten, es läuft. Also ich meine, das ist jetzt auch fies dem Pinguin gegenüber, weil die wollen ja eigentlich auch nur ihre Babys, beschützen. Die haben da ja ihre Eier liegen. Aber ich meine, wie du mir, so ich dir. Und wenn du hier mit mir rum... dingst, dann dingst ich auch mit dir rum, ne? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wohin geht's hier? Spiel, sage mir, wohin der Weg führt. Jetzt, bitte. Hurra. Ins weiße Tal. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal einen Brunnen. Das ist, ich weiß nicht, ob das schön oder besorgniserregend ist. Oh. Kann ich die eigentlich mit einem Aufwärtshieb erledigen? Oder renne ich jetzt hier einfach durch? Da brauche ich Dynamit. Da komme ich durch. Cavern Lake. Also der unterirdische See. Unterirdische... Ja, doch. Ich habe keine Fackel ausgerüstet. Hallo. Das war der falsche Knopf. So, und jetzt verzieht euch. Ach Gott, gerade... geht's aber, mit meinem Gameplay auch wieder abwärts. Die Frage ist, will ich hier schon weiter? Was sagt denn die Karte? Ganz kurz ein Blick auf die Karte. Die Karte sagt, dass ich hier den Pickel brauche. Unexplored, da brauche ich auch noch das Floß und viel Dynamit. Okay, das ist der einzige Weg, wo ich weiterkomme, theoretisch. Das heißt, ich scheine hier schon auf jeden Fall ein bisschen richtig zu sein. Könnt ihr bitte einfach verzieht euch? Bitte, danke. Muss ich da... Ist es das, wonach es aussieht? Aua. Ist es das, wonach es aussieht? Nein, ich muss da nicht drüber hüpfen, oder? Ich... Es reicht ja jetzt erstmal, wenn ich irgendwie hier rüberkomme, ne?
Das reicht dir, Spiel, oder? Du erwartest jetzt nicht mehr von mir. Ja, verzieht euch, komm. Das hat irgendwie erstaunlich gut funktioniert. Nee, das scheint ganz offensichtlich zu reichen, wenn ich hier irgendwie... Oh, oh Gott! Harry! Würdest du mir bitte nicht solche Sorgen machen? Oh, das hat irgendwie funktioniert. Kann ich mit dir irgendwas machen? Da geht's auf jeden Fall weiter. Die Frage ist, wie komme ich da durch? Brauche ich da auch Dynamit für? Was sagt denn die Karte an der Stelle? Eispickel. Ah, da hinten ist... Guck mal, den kennen wir doch. Aber... Kann ich das vielleicht mit dem Slingshot? Ja! Das hat überraschend gut funktioniert. Komm, ich hab dich befreit. Gib mir was Cooles. Harry, great to see you. Have a raft. Excuse me? To thank you, I want you to have my high-tech raft. It's been designed using the secret science of rafttronics. It's an inner tube. It's just a prototype. Tell me about Nicole. Did she ever lighten up? Listen, don't be fooled by her shell. She misses her father tremendously. After he disappeared, she just, you know, buried herself in books. Can't blame her. The way I see it, McAllister cared more about himself than his daughter. Oh, that's not true. If you have a kid who loves you and needs you, face it, you're a pig if you take risks that end up with her being abandoned. Dr. McAllister was no pig. Und wir haben... Spiel, zeig's mir bitte. Okay, erst... Peach wasn't getting any better as a pilot, but at least he'd left me that makeshift raft. With it, I figured I could explore the waterfall back near the crash site more thoroughly and see if I could find a way into the caverns. Gut, wir haben jetzt wieder ein Ziel direkt auf der komplett anderen Seite der Karte. Nette Sache. Aber wir haben das Floß, was eine hervorragende Sache ist. Damit können wir nämlich... Huch! Ah, Moment, ich muss erst Flusssteuerung. Hilfe! Ah, sowas. Ah, ich erinnere. Beziehungsweise ich verstehe. Ich erinnere mich nicht mehr. Aber ich verstehe. Mit dem linken Analogstick kann ich die mit der linken Hand paddeln und mit dem rechten Analogstick kann ich mit der rechten Hand paddeln. Und da hinten haben wir einen Schamane. Die Frage ist, lohnt es sich, den zu wecken? Haben wir, Nein, ich wollte in den Schamanenshop. Würde es sich lohnen? Wir haben 4 Idols. Das heißt, wir könnten uns extra Helf holen. Brauche ich nicht zwangsläufig? Allerdings, glaube ich, dass ich hier nicht mehr herkommen werde. Das heißt... Sonst würde ich den Schamanen hier gar nicht mitnehmen. Dann nehmen wir uns doch hier ein extra Leben mit. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, mit dem Floß paddeln wir in der nächsten Folge ein bisschen weiter rum. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.